Moin Moin und herzlich willkommen, Damen und Herren, mein Name ist Sub2 und wir zocken The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und zwar die Episode 4. Ja, doch 4. It's the vierte Episode. Und wir haben schon spät, aber egal. Das ist quasi schon mein dritter Stream heute. So immer so 3, 4, 5 Stunden. Aber egal. Ich kann das ab. Gerade wenn ein Spiel gerade neu rausgekommen ist, dann muss einfach geballert werden. Wir gehen direkt rein. Zack. Direkt rein. Bei der letzten Episode haben wir alle, nicht alle, aber viele von den Exklusiv-Outfits uns quasi geholt. Und ich habe gezeigt, wie das geht in diesen 4 Stunden, die ich gestreamt habe. Oder 5, nee, 5 waren es sogar. Und wir probieren jetzt erstmal die ganzen Towers zu klären, bevor wir mit der Story weitermachen. Das ist der Plan. Ja, genau. So, hier muss ich ein bisschen leiser machen. Und dann geht's los. Was geht da ab? So. Ich muss hier gerade mal nebenbei mir den Kram hier durchlesen. Ich drehe immer am Rad hier unten. Das ist voll doof. Was geht denn hier eigentlich ab? Upsi. So, 4 Minuten sind wir da. Die Leute schreiben. Wunderbar. Nee, das muss zu. Okay, also. Oh, was für eine schöne Melodie. Hab ich den auch fertig gemacht? Ich hab den geklärt, oder? Hab ich den geklärt? Ja. Ja. Aber da ist auf jeden Fall noch eine Schatztruhe drin, das ist aber egal. Leuchten die also? Oh oh. Das ist alles in Ordnung. Pferd. Da wollen wir hin. Da ist Dragon. Und Stiere. Kann ich einfach so durch? Kommt denn ja, ne? Nein. Noch was mal zu geben da. Der denn hin? Was ist eigentlich für ein Cube da oben? Da? Also wir gehen auf jeden Fall dahin, aber hier erstmal geradeaus. Und da vorne. Oh shit. Gut. Renne ich gerade einfach wieder den ganzen Weg zurück? Ja, tue ich. Aber da waren wir noch nicht. Der wieder zu seinem Freund. Oh mein Gott. Wo ist dein Freund diesmal? Von da komme ich gerade! Du kannst dich kaum bewegen. Oha. Haben wir hier irgendwie ein Ding ins Kirchens? Kann ich hier irgendwo was bauen? Irgendwie nicht. Doch da.
Was war das? Ich brauche jetzt mal so einen Karren. So, einmal das. Wieso drückt sich das immer so nach außen und das ist auch so nach außen gedrückt? Ja, ne? Das. So. Hi. Oh. 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 Nee, nicht Fortka. Nein, nein, nein. Wir nehmen Epona. Ja, hol mal Epona her. Huch. Chipo, Meinung zum Spiel? Hi, Trizzy. Bist du noch da? Ich hab's nicht gesehen, dass den ganzen Tag irgendwie war ich halt so komplett allein. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass jetzt so um die Uhrzeit noch jemand kommt und mit mir quatschen will. Sorry. Meinung zum Spiel? K.A. Meinung zum Spiel. Ja, also es macht Spaß, auf jeden Fall. Ich bin total drin. Es gibt auf jeden Fall vieles, was zu optimieren ist zu dem Spiel, wo auf jeden Fall noch ein paar Patches auf jeden Fall geballert werden müssen, definitiv. Framedrops bekomme ich jetzt gar nicht so krass mit, wie ich gedacht hatte. Ich habe größere Streamer gesehen, die hatten richtig Probleme und mussten den Stream abbrechen, weil zu viele Framedrops da waren. Kann ich nicht nachvollziehen. Es macht einfach extrem viel Spaß. Extrem. Wie ist deine Meinung dazu? Du hast aber bestimmt irgendwas auszusetzen an dem Spiel. Also ich finde es, mir macht es richtig Spaß. Ich bin total drin. Es ist jetzt schon der dritte Stream heute. Ich habe heute locker 15 Stunden gestreamt, also... Das ist schon heavy. Ich finde das Spiel mega. Performance gut. Ja, ich muss auch sagen, die Performance. Sag, wen hast du bereits?
Was? Also ich habe gehört irgendwie, dass es halt voll die Framedrops-Probleme gibt mit dem Spiel, weil es halt nicht mehr passt von der Leistung her bei der Konsole. Aber ich, keine Ahnung, es läuft. Läuft halt richtig gut. Ich muss ein anderes Pferd holen, weil das kann ja... Ach so. Ungestüm. Ruhig. Fort K ist ruhig, der Rest ist immer ungestüm. Ja, dann nehmen wir mal Königsegge. Also ich habe jetzt locker schon irgendwie 20 Spielstunden hier drin, glaube ich. I don't know, but es sind auf jeden Fall viele. Das ist halt schon echt gut. So. Hier haben wir Gold-Eggy. Wieso rollt das? Und war im Untergrund oben. Hab schon zwei Bosse geklatscht und war im Untergrund und oben. Ja, oben bin ich auch viel unterwegs. Im Untergrund war ich nur einmal und das, ich mag den Untergrund nicht. Der ist mir zu dunkel. Den finde ich doof. Viel gemacht schon. Ja, ich habe auch schon echt viel gemacht. Hätte ruhig noch ein bisschen mehr machen können, aber ey, ich bin immer sofort abgelenkt. Also so instant einfach. Bin ich abgelenkt. Ist halt echt krass, wie ich direkt abgelenkt bin. Alter, du Drecksding, warum fährst du mal weg? Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Musst du hell machen mit dem mit den Pflanzen. Ja, ich weiß, habe ich auch gemacht so, aber ich hatte halt komplett gar keine Waffen und Rüstung. Ich habe gerade mal irgendwie 4 Herzen und dann ist diese Drecksechse aufgetaucht und hat mich halt direkt umgenockt. Die ist zweimal auf mich draufgesprungen, ich war tot. Ne, also ich meine... Das war schon so, ich dachte so, okay. So, jetzt aber. Ja, genau so wollte ich das. Und ich muss vor allem erstmal, ich muss so viel Kram farmen. Vor allem diese ganzen Pflanzen. Er muss so viel Materialien farmen. Das ist einfach krass. So, ich glaube, ich habe... So. Fliegt der hier runter, wenn ich ihn hier drauf baller? Nee, ich klebe ihn einfach fest. Festgeklebt. Wo will der... Wo hat er gesagt? Wohin? Oh shit. Ups. Alter, jetzt mach schon. Beweg dich. Die Pferde fühlen sich immer noch an wie Laster. Aber das ist nicht so tragisch. Da hinten war das, ne? Ne, an sich halt richtig gutes Spiel. Macht richtig Spaß. Sorry. Jo. Aber ich muss auch jetzt demnächst mal in den Untergrund. Weil es gibt... Ich muss die Quest machen. Die Untergrundquest. Mit Robbie. Mit dem Onkel Robbie. Do you know Onkel Robbie? Yeah.
Klar, kein Problem. Immer wieder gern. Was geht hier so ab? Bist du auch gerade am Spielen? Oha. Die haben einfach meinen Wagen zerstört. Ah ne, da ist es. Yo. Nice. Da ist wieder die Tante. Ey, mit der muss ich nochmal gerade reden. Aber erstmal muss ich mich umziehen. Ich habe mir übrigens die kompletten extra Outfits geholt. Hier, ich bin einfach OP. Ich habe die ganzen Amiibos. Und ich habe jetzt einfach grimmige Gottheit-Outfit. Ich habe Zeitengewand. Ich habe das Schattengewand. Und ich habe das Himmelsgewand. Mir fehlen im Grunde nur das Heldengewand gefehlt mir. Und noch irgendein Gewand fehlt mir. Ich liebe sie einfach. Ich muss mit der mal reden. Tada! Ja, so ein gesunder Fußmarsch kommt wohl nie aus der Mode. Und mit Mode kenne ich mich aus. Wie oft hast du resettet dafür? Oh, das fragt nicht. Also ich saß für alle zusammen, saß ich heute, glaube ich, insgesamt so 1,5 Stunden oder so dran für alles. Und das ist noch gut. Ich habe echt Glück gehabt, teilweise. Aber am meisten musste ich hier, die grimmige Gottheit muss ich am meisten resetten. Für 2 Teile. Es hat bestimmt 20 Minuten gedauert. Aber ansonsten so 1,5, 2 Stunden waren es. Etwa auch? Suchst du vielleicht ebenfalls nach Ramdas Schatz? Huch, wie jetzt? Darüber weißt du nichts? Was sagt man denn dazu? Oha. Ja, ja, es ging relativ schnell. Ich habe die ganzen Amiibos alle hier rumfliegen. Aber ich muss noch 1, 2 Amiibos kaufen. Ein paar fehlen mir jetzt noch, die ich unbedingt noch haben will für Exklusivmaterialien. Unter anderem auch die Helden aus dem ersten Teil, weil die geben nämlich bestimmte Kopfbedeckungen. Und Kopfbedeckungen sind natürlich das Wichtigste, weil das sieht am geilsten aus. Hab Karte von allen Amiibos. Ah, oh, das ist cool. 8 bezahlt. Nee, ich habe die kompletten Amiibo-Figuren. Ich mag Figuren voll gerne, deswegen habe ich mir die Original-Figuren gekauft. Räuberkönig Ramada ist eine wahre Legende aus früheren Zeiten, soll sich ungeheure Reichtümer zusammengerafft haben. Was? AliExpress regelt, ne? AliExpress! Dabei legte er einen ungemein edlen Modegeschmack an den Tag, so heißt es. Ja, er soll die schönsten Kleider auf der ganzen Welt gesammelt und überall hier versteckt haben, hier in Hyrule. Was? Wenn man so ein Gerücht auf die Spur kommt, muss man sich natürlich sofort auf die Suche machen, nicht wahr? Da gibt es für mich und alle anderen Modekenner des Landes nur eins. Ramdas Schatz finden und auf ewig glücklich sein. Ich möchte mitmachen, ich möchte auch einen Schatz. Hallo, gib mir auch einen Schatz. Soll ich dir zur Feier dieses Anlasses verraten, wo Ramdas Schatz den Gerüchten nach verborgen sein soll? Raus mit der Sprache, wusste ich es doch, dass du heiß darauf bist. Und wie? Ganz schön warm heute. ist noch keiner dabei? Ja, hier, komm. Show me. Ich hab diesen Net-Navi hier. Da oben? Oha. Okay. Flinken Kletterer macht. Oh, das ist wichtig. Selbst vor Blitzenschlägen schützt der Helm. Das eine ist das Kletteroutfit, das andere ist, glaube ich, dann dieses Barbaren-Outfit. Das hier ist dieser Blitzableiterhelm. Das war's schon? Wow, das ist alles Müll. Außer der das Kletteroutfit, das ist cool. Sag mal, kennst du eigentlich die großen Feen?
Was für große Feen! Die großen Feen leben über ganz Hyrule verstreut und haben die Gabe, unsere Kleidung zu segnen. Aber irgendwie seit diesem Kataklysm haben sie sich ganz schön rar gemacht. Also ich habe schon zwei gefunden, aber die lassen mich nicht rein. Der eine möchte eine Geige hören und dann gibt es einer, der möchte eine Trompete oder ein Horn. Ein Blashorn oder ein Musikhorn. Irgendein Horn will der hören. Der will irgendwas hören! Wenn ich mich nicht irre, hat man vor kurzem einen beim Stall des Waldes im Norden gesehen. Eigenartig, oder? Oh, verzeih mir. Du warst seit langem der Erste, mit dem ich plaudern konnte. Da habe ich die ganze Zeit vergessen. Aber jetzt mache ich mich mal wieder auf den Weg. Ciao, Bella. Hallo? Du sollst rückwärts gehen. Ja, rückwärts. Du dummes Dreckspferd, geh rückwärts jetzt! Ich fass das nicht. Wie dumm ist dieses Pferd eigentlich? Geh! Geh rückwärts jetzt! Ah! Noch ein Stück. Geh doch. Los. Link. Wie viele Cocks hast du schon? Die Steuerung mit dem Pferd geht gar nicht. Aber schon im letzten Teil. Dreckspferde. Was für Cocks? Crocs? Kann man das denn sehen? Wird das nicht normalerweise hier irgendwo angezeigt? Im Ladebildschirm wird es auf jeden Fall mal angezeigt. 21. Okay. Ja, die sammelt man ja immer so nebenbei. So. Hat auch nur ewig gedauert jetzt. So wollte ich jetzt eigentlich hin. Was ist denn los mit dir, du dummes Dreckspferd? Was ist hier los? Alter, was ist denn? Ich raff das nicht. Ich raste hier aus. Ich raste hier aus. Das ist eigentlich alles richtig. Ich kette es einfach zu. Kurz. So. Und halt so. Hast du ein bisschen mehr Spielraum. Dummes Dreckspferd. Wieso kriegt ihr das nicht gebacken? Wieso? Ich raff das nicht. Warte mal. Ich war aber nicht im Schrein drin. Eben hat alles gut geklappt und jetzt geht's nicht mehr plötzlich. Verstehe ich nicht. Jetzt geht's wieder. Was war denn mit dem? Du dummes Dreckspferd! Ich bin eine Gottheit! Und du hast mich nicht hier runter zu hauen. Was ist mit dem? Skirudo. Ey, das ist die Tante. Ey, wie? Pass auf! Gar nichts gemacht. Ich war das nicht. Okay, was war das? Äpfel. Oha. Hier hat doch ein dicker Ogre hingekotzt. Hey, hat er nicht gerade noch eine Quest gehabt?
Hä? Wasserfrucht. Ach ja, das wollte ich machen. Da hinten ist ein großer. Der futtert gerade. So, dann machen wir mal hier den nächsten Shrine. Halleluja. Seit wann spiel... Wie lange hast du schon an Spielzeit? Und eigentlich irgendwo gucken, wie viel Spielzeit man schon hat. Die Schreine bei mir waren bis jetzt alle super. Die sind halt easy. Also, wobei, ich hatte einen Schrein, da musste man halt so einen Würfelcube zusammenbauen aus verschiedenen Teilen. Das war geil. Davon waren aber nur zwei Aufgaben. Ich hätte gerne mehr gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war mega. Also, ich finde die Schreine auch super. Die fordern richtig. Was war das hier jetzt für ein Schrein? Ich habe nicht aufgepasst. Irgendwas mit Wasser wieder, ne? Oh, nee. Das ist kein Wasser. Was ist das? Das ist ja Lava! Och nö! Ist ja voll gefährlich. 15 Stunden. Nice. Scheiße. Und wer kann jetzt da rüberfahren oder was? Kann es sein, dass Spielzeit gelöscht wird, wenn man das Spiel einmal aus deinem History bei der Switch rausgeht? Was? Kann das sein, dass Spielzeit gelöscht wird, wenn man das Spiel einmal aus... Ich glaube schon, ich habe es auch schon gehabt, dass irgendwie meine Spielzeit weg war. Keine Ahnung, woran das liegt. Zuvor gespielt vor einem Tag. Stimmt halt einfach gar nicht. Zuvor gespielt vor 3 Tagen. Also ich habe auch so ein paar Spiele, wo gar nicht mehr angezeigt wird, wie viel Spielzeit ich habe. Krass, ich bin bei Runes Factory schon bei 75 Stunden. Aber hier, das ist vor einem Tag gespielt, das stimmt ja nicht. Ich habe es ja heute auch schon die ganze Zeit gespielt. Deswegen, I don't know. Ist ein bisschen komisch. Mir wurden mehrere hundert Stunden gelöscht. Das ist richtig ärgerlich, ey. Also ich habe einfach bei Grandia 125 Stunden, das ist auch schon krass. Bei Donkey Kong, Mario, Breath of the Wild. Lass mal gucken. Breath of the Wild. Ist hier gar nicht mit drin in der Liste. Wo ist denn die... Wo ist der Rest? Ich habe viel, viel mehr Spiele gespielt. Die sind ja gar nicht drin in der Liste. Guck mal. So einfach komplett gar nicht. Wo sind die? Von, hier. Von diesen Nutzern gespielt, das wird hier aufgezeigt. Es werden bis zu 20 angezeigt. In den Nutzereinstellungen kannst du ändern, wer deine Aktivitäten sehen kann oder diese vollständig löschen. Ich weiß, dauert es manchmal ein wenig, bis diese Informationen aktualisiert werden. Software, die gespielt wurden, ohne einen Nutzer ausgewählt zu haben, werden nicht angezeigt. 75, das ist ein bisschen wenig. Alter, Animal Crossing einfach 620 Stunden. Das ist einfach so heftig. Kein Spiel kann das toppen. Wirklich nicht. Ich habe bei Pokémon Schild mehr Stunden gespielt als bei Monster Hunter Rise. Das ist schon krass. Naja. Ja, das ist halt schon echt ärgerlich. Okay, was mache ich jetzt? Am I ready to die? Sterbe ich jetzt? Sterbe ich jetzt einfach instant. Okay. Ich bin nicht gestorben. Ist doch schon mal was. Krass. Hätte ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Ja, damit. So, what comes next? Was ist das? Okay. Was geht hier?
Ich bin ein bisschen verwirrt. Was soll ich hier jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Was soll ich eigentlich jetzt hier machen? Was? Hä? Ich raff das nicht. Was ist das hier? Ich habe hier irgendwie noch gar nichts. Ich habe hier irgendwie... eine Idee, aber ob die funktioniert, weiß ich noch nicht. Hör auf damit. Okay. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Nein, das ist... Wieso ist denn der da hinten jetzt? Ich raff hier noch gar nicht, was ich mache, aber... Es wird, hallo, komm... Oh mein Gott, ich sterbe hier einfach, weil ich zu dumm bin, um das ranzuziehen. Okay. Funktioniert das, wenn ich mir das vorstelle? Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Ich bin ja ein Genie. Komm schon. Ich bin kein Genie mehr. Ich war mal ein Genie, aber jetzt bin ich keins mehr. Los! Ja. Wieso geht das über die einen rüber und die anderen nicht? Scheiße. I messed it up! Wieso geht das nicht mehr? Ich komme nicht mehr dran.
Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, aber irgendwas habe ich hier gemacht. Kann ich das nicht irgendwie... Ne, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich hier... Okay, ich habe diese ganzen Sachen wie zum Henker. Echt jetzt? Hab's doch falsch rum gemacht. Ich bin ein Idiot. Ich bin so ein Idiot! Scheiß die Wand an. Ich hab's doch falsch rum gemacht. Nee, es ist doch richtig, aber irgendwie funktioniert es doch nicht, ne? Ich verstehe das hier immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Was soll das zu bedeuten? Ich verstehe das nicht. Don't get it. Ich raff das hier nicht! Ich nehme jetzt die mit. Ja, noch mehr da. Ich sehe nichts mehr. Das geht immer noch nicht. Warum? Das funktioniert halt einfach nicht.
I don't know. Ich verstehe immer noch nicht, was ich tun muss. Wie? Was ist das hier nur? Ich bin komplett überfordert. Kann mir jemand helfen? Ich muss nur diesen Drecksball da oben. Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aua! Du dummes Drecksding! Ich hasse das! Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Nee. Ich verstehe es nicht. Jedes Mal fällt das der Scheiß wieder ab. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe nicht, was ich hier tun muss. Ich verstehe es halt einfach nicht. Okay. Scheiß auf das. Scheiß auf das. Komm mal her, Kugel. So. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ich raff ja gar nichts. Also hier habe ich wirklich das erste Mal so richtig Brain AFK. Erste Mal. So. Ich scheiße jetzt auf das, was hier so alles ist und benutze Heißluftballons. Oder? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Kreiskochtopf. Ich darf die hier nicht benutzen, oder was? Ah, okay. Ich darf das nicht. Okay, okay. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie... Ich verstehe halt nicht, was ich hier tun soll. Ich hatte ein paar Ideen, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Es gibt hier nirgendwo... Also ich verstehe das hier mit diesen Dingern hier nicht. Das verstehe ich nicht. Ja. Und jetzt? Warte. Aber es ist doch schon mal... Einfach, ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Okay. Also, ich krieg's halt wirklich nicht gebacken. Jetzt geht's nicht mehr plötzlich. Hä? Ich mach's von hier oben. Das muss doch gehen. Hä?
Hä? Wieso ging das denn jetzt gerade eben nicht? Ich hab's nicht gerafft, wieso das eben gerade nicht ging. So. Ich hab's irgendwie... Oh nein. Was ist das denn für eine Scheiße hier jetzt? Was ist das hier? Ist das so eine Art Rampe? Warum? Mein Kopf ist gerade so ein bisschen... Aua. Wirklich. Lass mal hier oben gucken. Was geht hier? Nein. Hier muss irgendwas drauf. Nee? Ja dann. Hä? Hä? Wenn ich mich jetzt mit dem Dings da drauf stelle, dann ist doch fertig. Brauchen wir mehr davon? Brauchen wir davon mehr? Oder was ist hier los? Ich raff's schon wieder nicht. Ey, ich raff hier gar nichts. Auf damit. Was passiert hier? Ich raff hier gar nichts mehr. Warte mal. Also es hat... Stopp! Eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Stoppe! Nee, irgendwie. Schade. Warte mal. Oh mein Gott. Ich hab die Idee. Jetzt habe ich die Idee. Übertrieben, ne? Ich bin ja auch richtig dumm, ne?
Ich bin ja richtig dumm. Natürlich. Jetzt habe ich's. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich bin ja insane. Alter, ich raste hier aus. Warum geht das wieder nicht? So? So? Der ist falsch rum. Und jetzt. Aha. Das geht doch, oder? Oh mein Gott. Geht das jetzt? Ja, Mann, so nämlich. Alter. Auf die Idee bin ich gekommen, eben mit den beiden Reifen aneinander. Weil das hat ja ein bisschen so... Geil. Hat ja auch jetzt nur, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert, dieses Rätsel hier. Ach du Scheiße. Hätte ich das eben auch schon so nutzen können? Ja, hätte ich, ne? Scheiße. Soll ich es nutzen können? Ich bin ein Idiot. I did it! Ich habe es geschafft! Oh mein Gott. Huiuiuiuiui. Okay, gimme. Eigentlich wollten wir zum Turm, aber irgendwie sind wir woanders gelandet. Das ist einfach Brain AFK. War. Vielleicht fängt schon wieder an zu regnen. Da will ich eigentlich hin. Bam. Guter Preis? Was ist guter Preis? Wow. Vielleicht kann ich hier was verkaufen. Kosten einfach alle 6.000 Euro. Echt jetzt? Die auch. Das Ding auch. Ich kann die ja verkaufen und einfach wieder traden, oder nicht? Das nimmt zwar viel Zeit in Anspruch, aber...
Damit würde ich auf jeden Fall Kohle machen. Just saying. Sagen nicht mein Pferd. Irgendwie. Das ist doch. Oh, mein Konstrukt ist schon wieder weg. Ja, ich weiß ja, dass man das speichern kann später. Warte mal. Nimm mal das dumme Pferd und gib mir meinen Epona. Ich habe zweimal Epona. Du auch? Ich hab zwei Eponas. So, Epona, wir wollen aber, warte mal. Du kannst über Dinge rüberspringen? Das ist ja neu. Wo will ich jetzt hin? Dahin, ne? Immer noch. Eigentlich da hoch. Hinten leuchtet das ja auch schon wieder. Was ist das bitte für ein Kreisel? Würde ich gerne mal wissen. Und das ist einfach dunkel. Alter, du bist doch echt dumm. Die bleibt ausgerechnet da stehen. So eine Blöde. Oh. Da ist eine Erinnerung. Ich muss gerade nochmal holen. Der schon wieder. Gar keinen Bock auf den. Müssen auf jeden Fall das Wasser. Alter, ich drück nach da und der geht nach links mit dem Pferd. Oh, das ist nicht gut. So. Ach du Scheiße. Hm.
Sehe ich denn den Tropfen vom Pferd aus? Das ist halt die Frage. Das ist bestimmt da irgendwo im Wald. Epona, bring mich mal zum Wald. Da, ich hab's gefunden. Nice. Berühren. Gib dir nächste Erinnerung. Los. Erzähl mir mehr über die Vergangenheit, in der Zelda gefangen ist. Wenn sie es nie zurückgeschafft hat, ne? Wenn ich sie nie geholt habe, dann ist sie doch jetzt schon alt und tot. Oh, Janendorf. Mit einer Armee von Gerudos. Scheiße. Das ist die Himmelsinsel. Hä? Da ist der Zeitentempel. Tempel der Zeit. What the fuck? Hyrule soll mir allein gehören. Wieso ist es keine amerikanische, englische Synchro? Wird entschieden, dass es deutsch ist. Ey, das ist eine von den Kröten aus dem Untergrund. So eine Kröte hat mich gekillt. Es sind so viele, unzählig viele. Uldoras sind Einzelgänger. Was geschieht hier? Janendorf, wer sonst? Ich würde ihm auch meine Kraft geben, aber ich habe keine. Mit der Kraft von uns allen. Triforce? Oh ja. Wenn das noch nicht Triforce macht, ist, dann weiß ich auch nicht. Auf einen Schlag ausgelöscht. Was war das denn? Ja. Ein offener Angriff ist also sinnlos. Ein Mysterienstein der Sonau. Mysterienstein. Faszinierend. Geordnet wäre das schon ein bisschen schöner. Das ist so ungeordnet. Ich bin ein Gott. Tropf. Epona. Ja, okay, dann geh halt an dem Baum vorbei. Oder geht das auch nicht? Da ist ein Stein drin. Warte mal. Kann ich den Stein auch mit dem Dings rausholen? Ja. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas drin. Hör auf.
Gibt's einen Fluss? Shit. Was ist über den Fluss? Los! Du willst nicht über den Fluss, ne? Toll. Ja, dann... ja, okay, okay, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Chill mal, Pferdchen. Ja. Ja. Wir haben keinen Vollmond. Also keine Sternschnuppen diesmal. Oh, scheiße. Seht ihr das da oben? Hä? Von da komme ich, ne? Elektrofrucht, okay. Okay, okay. What the fuck? Oha, ich einfach tot. Instant tot. Bio-Warrock. Als ob! Nicht mit mir. Das ist einfach so ein ganzes... Da ist ein Untoter. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Komme ich da überhaupt direkt hoch? Ja. Geil. Geil! Da hinten ist der Cube. Pappelhochland. So. Hallo? Was ist hier los? Das Ding reagiert gar nicht. Ist es auch Schrott oder was? Hilfe! Hallo? Ich hab eine Hilfe gehört. Wo? Okay.
Hallo? Du, was führt dich denn an einen Ort wie diesen? Nein, das ist eigentlich nicht wichtig. Könntest du mir vielleicht irgendwie helfen? Was gibt's? Ich habe in diesen Ruinen eine Falle ausgelöst und jetzt hänge ich hier fest. Was für ein Schlamassel. Kannst du den Schalter sehen? Wenn du ihn betätigst, solltest du mich damit aus der Falle befreien können. Da drüben gibt es einen Höhleneingang. Durch ihn bin ich reingelangt. Ich flehe dich an. Du bist meine letzte Hoffnung. Ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Kannst du ja auch nicht. Okay, aber wie genau komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Hä? Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Mich flachsen. Bin ja eingesperrt. Hä? Ach so, ich bin ja dumm. Ich komme mal überall raus. Mich kann ja gar nichts festhalten hier. Was geht hier ab? Wo? Warte mal. Ich muss die Richtung bestimmen. Deswegen nochmal. Also, in die Richtung, sagt er. Da vorne ist der Eingang. Okay, jetzt kann ich die Richtung bestimmen. Da soll ein Höhleneingang sein, sagt er. Hier unten. Hä? What the fuck? Wo ist er? Was ist das für ein Stein hier und warum ist es schon wieder ein Brunnen? Ja, geil. Werfen ist nicht so seins, ne? Ach, darüber kannst du jetzt werfen oder was? Nice. Ist da schon wieder? Seht ihr das? Ist das Janendorf? Jo. Okay. Ich werde mal in die Höhle gehen. Den Dude retten. Vielleicht bringt mir das ja was. Oh, danke. Ah, okay. Also war das doch die richtige. Sehr gut. Was geht hier so ab? Leuchtpilz. Oh, das ist gut. Könnte mir theoretisch irgendwann helfen. Hm.
Jetzt müssen wir dann nur wieder hochkommen. Aber das ist ja jetzt doch nicht mehr so schwer, weil wir wissen ja, wie wir da hochkommen. Nach oben ist immer einfach, nach unten nicht so. So. Jetzt geht's. Nice. Diese Tentakeldinger, ey. Hier ist der Pion und der Hylia-See, okay. Heißt das, neben uns ist dann Haneto, Haneto, Hinoto, Hanata, ihr wisst schon. Das sieht nicht gut aus. Sollten wir eigentlich schaffen. Das ist auf easy. Ich hab die beide erschreckt mit dem Pfeifen. Echt jetzt? Ach du Scheiße. Und den jetzt auch noch. Den habe ich gar nicht gesehen. Och Mann. Das ist doch nicht in ihr Ernst. Hier gibt es aber scheinbar sonst so gar nichts. Scheiße. Wo will ich hin? Draco? Sehen? Das ist der Fionnwald, oder nicht? Zwergenbucht?
Das ist doch der, wo ich jetzt eben war, oder? Von da komme ich nicht von da? Nee, oder? Nee, tue ich nicht. Ich komme von da. Ich glaube, ich muss mal... Da war ich. Da will ich hin. Aber... Wenn, spielt The Legend of Zelda. Ja. Sehr nice. Okay. Und Flügel. Nice, ich habe Flügel bekommen. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir... Ich habe so oft probiert, auf den zu schießen, wie ich konnte. Okay, I try something now. For the first time. Warte. Schon wieder einer. Nice. 3 Mal kann man eigentlich, glaube ich, auf den schießen, oder? Who's this? Wer bist du? Okay. Yeah.
Willst du dir den Kartografierturm ansehen? Was? Es tut mir aufregend leid, es gibt da nur ein kleines Problem. Was gibt's denn? Ich hatte gehört, dass die Vorrichtung im Kartografierturm kaputt ist. Also kam ich her, um sie zu reparieren. Aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen, sodass ich nicht in den Turm hineingelangen kann. Okay. Die Tür ist nicht abgesperrt oder sonst verriegelt. Wenn man aber drückt oder zieht, bewegt sie sich keinen Zentimeter. Aber natürlich weiß ich, dass es sich um eine Schiebetür handelt. So einen dummen Fehler mach, passiert mir doch nicht. Ich habe Hunger von vielen Nachdenken. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. In einer Höhle? Genau, es gibt da eine Höhle unten an diesem Hügel. Als der Kartografierturm gebaut wurde, habe ich dort oft nach Pilzen gesucht. Ich wollte es mal ausmachen. Okay. Gucken wir doch mal, was hier unten drunter ist. Ich weiß, was ich mache. Ah, von unten einfach rein. Das ist eine gute Idee. Nehme ich einen auf den hier. Noch nicht. Horror-Blinhorn. Okay. Die waren ja witzig. Sogar ein Herz an denen. Okay. Okay. Die waren ja ein bisschen gruselig. Aber auch ein bisschen witzig. Okay. Dann kommen wir hier. Goshin-Schild. Nice. Den mal weg. Okay. Okay, wir gehen weiter. Heia! Warte mal. Synthese rückgängig machen. Aber der ist trotzdem fast geschrottet. Und jetzt? Es hieß irgendwie, man kann durch das Rückgängigmachen und Synthetisieren die Haltbarkeit irgendwie wieder besser machen.
Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Jetzt komme ich hier wieder raus. Ich wollte ja direkt unter das Ding, ne? Hab ich gesagt. Habt ihr es gehört? Was war das? Oh shit. Danke. Mein Pfeil. Topaz. Rare. Okay, und jetzt können wir. Nee. So. Und wir sind drin. Yes. Hey. Was ist da los? Warum wackelt das so? Bist du denn da reingekommen? It's a kind of magic! So, jetzt aber. Du liebe Zeit, die Tür ist ja offen. Wie hast du es nur geschafft, sie zu reparieren? Da waren... Wie bitte? Die Tür ließ sich nicht öffnen, weil Stöcke drin steckten. Ich frage mich, ob einfach ein paar Äste umgefallen sind oder ob es sich um den Streich eines Monsters handelt. Jedenfalls bin ich gerettet. Dank dir. Nun? Link, bitte finde mich. Hat sie so gesagt. Okay. Muss ein bisschen geölt werden, ah ja. Coolio. Yay! Jetzt gehen wir hoch in die Lüfte again. Da war ein Stein. Oh, ach so, das ist meine Waffe. Okay, never mind. So, entweder da. Mal gucken. Nee, von da komme ich. Erstmal alles scannen. So. Sümpf von Ranel.
Yay. Hier ist auf jeden Fall viel Gedöns. So. Hochland. Plateau. Irgendein See. Also ich denke, wir müssen hier hin. Das hier ist doch irgendwo dann... Da ist mein Pferd, das haben wir. Da ist der Fionn. Oder ist es hier? I don't know. Ich will doch nur in eine Stadt. Ich war noch in keiner Stadt. Nur auf diesem Sperrposten. Hierhin? Ändern. Ändern. Da will ich hin. Ich hab einfach... Oh mein Gott! What the fuck? Ich hab einen Sternsplitter aufgesammelt? Wie kam's denn jetzt dazu? Hä? Das ist Blutmond, aber voller... Vollblutmond. Scheiße. Wir sind endlich da. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft, in eine Stadt zu kommen. Meine Fresse. Schwere Geburt. Wir gehen erstmal hier rein. Ich habe einfach eine Sternschnuppe aufgesammelt. What the fuck? So, was haben wir hier? Auf und ab, hin und her. Oh nein. Also, ja, auf und ab, verstehe ich noch. Auf. Was ist das? Okay.
Okay, ich verstehe schon. Okay. Lul. Okay. Scheiße. Okay, ich bin jetzt hier drüben. Wieder. Schon. Was ist das? Ah. Kann ich jetzt da... Meint ihr, das schafft er?
dachte, ich kann den hier rüber katapultieren. Scheinbar hat das nicht funktioniert. Yay. Hat funktioniert. Cool, oder? War ein bisschen schwierig, aber hab's hinbekommen. Warum zum ersten Mal nicht klappt, weiß ich nicht. Aber jetzt hat's geklappt. Also, alles gut. Und jetzt müssen wir das Gleiche nochmal machen. Gar keinen Bock. Wohin muss ich jetzt eigentlich? Muss ich das irgendwie da hinten hin irgendwie werfen? Oder wo muss das hin? Ich weiß es ja nicht. Ich sehe ja nichts da oben. Hä? Wo muss denn das jetzt hin? Jetzt habe ich das Ding hier rausgeholt. Aber ich weiß doch gar nicht, wo ich jetzt hin muss damit. Okay. Muss ich das darüber katapultieren? Scheiße. Bevor ich jetzt wieder runterfalle. So. Ich muss mich selber abschießen. Okay, okay. Wie mache ich das jetzt? Ist da drüben irgendetwas? Ist doch egal. Es geht hier so ab. So.
Überspringen wir jetzt mal. Boah, ich muss früh aufstehen morgen. Scheiße. Egal. Ach ja, wir sind in der Stadt jetzt. Endlich mal. Kakariko. Hat sich auch ordentlich verändert hier. War hier nicht auch ein Wald? Okay. Wo ist das? Guck mal, was hier rauskommt. Rad, endlich. Steh auf, Männchen, okay. Steh auf, Männchen, ist auch echt ein guter Name. Hi, trotz des Regens scheinst du ja in bester Laune zu sein. Denkst du, auf den Ruinen im Himmel regnet es auch? Nein, es ist über den Wolken. Wenn ich nur fliegen könnte, kannst du aber nicht. Ich hab Kakariko gefunden. Aber ich wollte nicht nach Kakariko. Eigentlich wollte ich nach Haneto, Enoato. Honolulu. Hianika Bera Noa Bea Beka Rika Rigabo. Was ist eigentlich mit dem Wald passiert? Da habe ich schon wieder so ein Fliegending. Man konnte doch hier irgendwie so in den Wald kommen, aber irgendwie... There is no wald anymore. Mal ein weiteres Herz. Gib mir einen Herzcontainer. Meine Güte, es ist jetzt Payas Pflicht, das Dorf anzuführen. Und was tut sie? Kaum lässt man sie kurz aus den Augen, stürzt sie sich wieder kopfüber in völlig nebensächliche Angelegenheiten. Hi. Moinsen. Hey, Isan, herzlich willkommen. Moin. Hä? Herr Link, wir haben uns ja seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen. Was geht ab? So spät noch wach? Wir haben uns... Meine Güte. Habt ihr mich kalt erwischt? Ich habe überhaupt nicht mit euch gerechnet. Ach, gerade jetzt, wo wir die neue Vorsteherin ständig Kopfzerbrechen bereitet. Die Vorsteherin? Oh, entschuldige bitte, vermutlich könnt ihr das noch gar nicht wissen, Herr Link. Die frühere Dorfälteste, die ehrenwerte Impa, ist zurückgetreten. Ja, deswegen reist ihr auch durch die Gegend. Jetzt hat Paya den Posten als Dorfsteherin von Kakariko. Ja, natürlich. Zockst du auch, Zelda?
Meine Pflicht besteht darin, ihr als Assistent zur Seite zu stehen. Aber Paya macht gerade gar keinen Anstalt, das Dorf anzuführen, sondern ist wie besessen von den Kranzruinen. Kranzruinen? Wenn sie doch nur öfters auf mich hören würde. Wo ist denn hin? Gerade ist sie vermutlich auch mit den Leuten von der Sonnau-Forschungsgruppe an irgendwelchen Kranzruinen zugange. Sollte sie euch jedoch treffen, Herr Link, würde sie das womöglich an ihren Pflichten als Dorfsteherin erinnern. Dürfte ich euch darum bitten, Paya zu kontaktieren? Klar. Hm. Da erstmal hier oben rein. Huch. Ist ja nicht so, als wollte ich eigentlich mit dem kleinen Ding da sprechen. Ach komm. Ich wollte doch. Mann. Oh, was ist das? Ich spiele zurzeit God of War. Welches? Weißt du? Ich kenne dich nicht. Und ich sollte nicht mit Leuten sprechen, die ich nicht kenne. Ach. Aber jetzt sprechen wir miteinander, also kenne ich dich ja. Es wird schon in Ordnung sein. Dann ist ja gut. Aha. Heute hatte ich einen Traum über etwas, das vor 100 Jahren geschah. Vielleicht, weil ich wieder aussehe wie damals. Damals hatte Robelo und ich freie Hand, was das Königliche Institut angeht. Puras. Und ständig gab es Explosionen. Wenn uns die Altersumkehrung nicht gelingen wollte, kabum. Wenn das Teleportieren nicht klappte, wumms. Als wir ein Gerät zum Verhindern von Explosionen erfinden wollten, kabums. Wenn Impa und Prinzessin Zelda nicht für uns die Hände ins Feuer gelegt hätten, hätten sie uns hochkant rausgeworfen. Impa hat sich sehr oft zurechtgewiesen, aber die Zeit ist mir insgesamt sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Ich muss mir noch überlegen, wo ich die restlichen 3 der 4 Tagebücher verstecken möchte. In meinem Zimmer aufheben. In letzter Zeit bin ich nur noch hier im Speerposten. Vielleicht sollte ich zurück zum Institut in Atheno. Was mit dem? Was mit dem? Der ist schon wieder am Schwitzen. Erste Seite. Als meine liebe Oma mir eines Tages sagte, Paya, du bist richtig erwachsen geworden, da habe ich nur genickt. Und dann sagte Oma, und darum mache ich dich ab heute zur Dorfvorsteherin. Damit war es geschehen. Ich hoffe ehrlich, ich kriege die Sache irgendwie hin, aber ich habe so meine Zweifel. Dorian ist zwar mein offizieller Assistent, aber wenn er mich ansieht, liegen Sorge und Unsicherheit in seinem Blick. Oma ist ganz in alten Schriften vertieft und ich traue mich gar nicht, sie heute nur mit einem Pieps zu stören. Es geschah ganz plötzlich, ohne diese geringste Ankündigung. Es war so abrupt und gewaltig, mir war, als würde irgendjemand den Erdboden selbst packen und schütteln. In der Luft lag Fäulnis, Waffen zerfielen vor unseren Augen und schließlich stürzte gewaltige Ruinen vom Himmel. Zum Glück wurde zwar niemand von uns verletzt, aber das Dorf ist kaum noch wiederzuerkennen. 5 gigantische ringförmige Ruinen fielen über unser Dorf vom Himmel und im Osthügel klafft ein riesiges Loch. Und zu allem Überfluss sagt mir Oma dann sogar, dass sie zusammen mit Kado eine Reise antreten würde. Sau! Ich wollte sie aufhalten, weil sie die Lage doch so ernst war, aber sie meinte, genau das sei der Grund. So konnte ich ihr nur liebwohl sagen, dabei sah man ihr an, dass sie eine furchtbar wichtige Reise antrat. In dem Buch, das Oma gerade las, sah ich 11 seltsame Zeichnungen. Ob am Ende vielleicht die an Omas überstürzte Abreise schuld sind? Als ich Pura im Speerposten die Geschehnisse im Dorf berichtete, erfuhr ich, dass ringförmige Ruinen extrem selten sind. Da dachte ich mir, das wäre eine gute Chance für unser Dorf und bestellte die Sonau-Forschungstruppe gleich zu uns. Aber als ich die Forscher dann im Dorf begrüßen wollte, stand plötzlich Prinzessin Zelda vor mir. Ihre Hoheit wirkte fast wie eine Puppe, als würde ihr gar kein Leben innewohnen. Und man sah mir meine Verwunderung an. So verbat die Prinzessin uns und all anderen die schwebenden Ruinen zu betreten und verließ uns. Nicht einmal etwas Mitleid für die Lage im Dorf oder ein Wort der Ermutigung hatte sie für uns übrig. What? Die war hier? Die Sonau-Forschungsgruppe ist in unserem Dorf eingetroffen. Ihr Leiter Tauro ist wirklich ein Genie. Er hat im Alleingang geschafft, die Sonau-Schriften zu entziffern. Ich habe die Gebilde, die aus dem Himmel über dem Dorf herabgefallen sind, provisorisch
Kranzruinen getauft. Ich sehe in diesen Kranzruinen viel Potenzial von Zedorf und die anderen stimmen mir daran zu. Manche davon ergreifen der Forschungsgruppe unter die Arme, andere melden sich für Wachgänge. Dorians Tochter Coco fertigt sogar Andenken für Besucher an, sogenannte Schmuckkränzchen. Okay, ich habe genug gelesen. Das reicht mir erstmal. Regen. Ja. Tauro. Oh ja, die schwebende Kranzruine hier im Dorf ist das bei weitem interessanteste Forschungsobjekt meiner Laufbahn. Und welche Weise voraus sich die Bedeutung dieser Ruine zu erkennen und sogleich die Forschungsgruppe zu rufen. Ich bin von ihrer Arbeit zutiefst beeindruckt, liebe Dorfvorsteherin. Ach was, ich konnte bloß nicht einfach so ablehnen, als mir mein Vorgänger ganz plötzlich dieses Amt übertrug. Dorfvorsteherin bin ich mehr oder weniger nur auf dem Papier, denn ich muss noch sehr viel... Huch! Hi! Oh, links, seid ihr es etwa? Wer denn sonst? Welch eine Freude, euch wiederzusehen. Wow, die ist richtig hübsch geworden. Die war doch so schüchtern. Wie froh ich doch bin, euch und Prinzessin Zelda wohl aufzuwissen, Link. Naja. Oh nein, wie bitte, Zelda soll immer noch verschollen sein? Nein, ihr müsst euch irren. Sie stand vor mir und hat mit mir geredet. Es geschah gleich nach dem Kataklysm. Prinzessin Zelda kam zu uns nach Kakariko und... Sie befahl allen im Dorf, sie sollen sich von diesem schwebenden Kranzruine fernhalten. Ganz ohne Zweifel, ich bin mir sicher, sie gesehen zu haben. Okay, dann muss ich da wohl mal rein. Da sie urplötzlich wieder verschwand, konnten wir sie leider nicht nach dem Grund für das Verbot fragen. Wir nahmen an, dass sie das Dorf und seine Bewohner beschützen wollte, da diese Ruine jederzeit herabstürzen könne. Ja genau, darüber habe ich mich soeben mit Frau Paya hier unterhalten. Das heißt aber alles nicht, dass wir an eure Worte zweifeln würden, Link. Was für eine verwirrende Angelegenheit. Ich bitte um Verzeihung, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Dies ist der hochgeschätzte Herr Tauro von der Sonau-Forschungsgruppe. Ein halbstarker Muskeldude. In Shorts, mit Narben, Muskeln, langen, zotteligen Haaren und Bart. Dazu noch ein Wissenschaftler. Anführer. Ah ja, ich sehe schon, was hier los ist. Ich habe ihn gebeten, die in und um unseren Dorf herabfallenden Kranzruinen zu erforschen. Schließlich sucht sein Wissen über die Sonau-Zivilisation seinesgleichen. Dabei legt er nicht nur ein unglaubliches Forschungstalent an den Tag, sondern ist selbst mit der Schrift der Sonau vertraut. Ah ja. Diese schwebende Kranzruine, zu der Prinzessin Zelda den Zutritt untersagt. Zweifelsohne handelt es sich um ein einzigartiges Objekt, das es nur in Kakariko gibt. In der Umgebung des Dorfes sind mehrere dieser Kranzruine herabgefallen. Die meisten sind dabei auseinandergebrochen und in jedem von ihnen fand man eine beschriebene Steintafel. Bei der Entzifferungsversuchen stellt sich heraus, dass die Texte mysteriöse Begriffe wie die Weisen enthalten. Es gibt allerdings noch so vieles, dass sich bislang noch unserem Verständnis entzieht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch in der schäbenden Ruine eine Steintafel gibt, die von Weisen erzählt. Selbstredend würde ich niemals gegen Prinzessin Zeldas Befehl verstoßen und diese Ruine auf eigene Faust erkunden. Tja, ich schon. Wenn ich doch nur einmal mit ihr reden könnte, ließe sie sich vielleicht von mir überzeugen. Jedenfalls kann ich deinen Befehl über Prinzessin Zelda nur schwer mit unseren Erlebnissen hier im Einklang bringen. Wenn bei ihr alles in Ordnung ist, dann wünsche ich, sie würde wieder mit uns in Kontakt treten. Sie muss ihre Gründe haben. Doch bis wir bisher wahre Beweggründe erfahren, haben wir keine Wahl, als die Ruine nicht zu betreten. Okidoki. Well then. Ich sehe schon. Der Dude gefällt mir so gar nicht. Hier muss ich rein. Hallo. Hier gibt es jetzt die Leuchtanzug. Für irre viel Geld. Ja, das ist dich eigentlich 5000. Ach du Scheiße, 5000. Wieso ist das alles so teuer? Wie? Oh, hallo, tut mir leid.
Muss ich denen jetzt helfen? Oder nicht? Sie kommt aus einem kleinen Ort namens Hateno. Aha. Okay. Also ich werde hier auf jeden Fall nichts kaufen. Viel zu teuer. Oh. Regen weg. Wo ist diese Oma? Hm. Ne, die wohnen hier gegenüber, oder? Hm. Wo ist die olle Oma? Der es nicht gut geht. Ich raste aus. So. Wenn ich eine Omi wäre. Wo ist jetzt mein... Hä? Coco. Na Coco, was denn? Was mach ich jetzt damit? Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ups. Wo ist diese Oma? Warum ist der jetzt so teuer? Hier sind ja so einige Quests am Start, ne? Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach der ollen kranken Oma. Ist ja auch alles teuer. Hier vielleicht? Da ist sie doch. Hi. Nee.
Nani, 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 nani. Also, keine Ahnung. Ein pro Tag, derzeit geschlossen. Wo ist... Kann ich vielleicht noch hochgehen oder so? Nö. Geht hier wieder zu. Da hinten vielleicht. Das Einzige, was noch rüber ist. Und das Einzige, hier muss die Oma drin sein. Da. Schläft jemand. Das ist die Oma. Ich half vor kurzem meinem Osthügel eine Gruppe von Forschern beim Aufräumen und kam zu nah an den Abgrund. Dabei habe ich etwas berührt, das sich Miasma schimpft und das macht meinen alten Körper schwer zu schaffen. Mein Enkel jemand kümmert sich in jedem Fall um das. Okay. Welche Frucht war das nochmal? Es gab irgendwas. Warte mal. Die hier. Wenn ich ihr das gebe, ne? Warte, ich bereite damit was zu. Huch. Was meine ich, wenn ich nicht passiert? Kann ich helfen? Okay, ich brauche Milch und Reis. Habe ich hier überhaupt Reis? Ich hatte auf jeden Fall Milch. Nee, Öl. Gar nichts von dem, was ich brauche. Ich brauche Milch und Reis. Ich weiß ja, was ich kombinieren muss. Mit dieser einen Pflanze muss ich das kombinieren. Und ich muss gleich mal schlafen gehen. Ich muss nochmal hier gucken. Habt ihr Milch und Reis? Hm? Nö, nur ein Ei. Cool. Hier bei den Unis konnte man, glaube ich, Milch kaufen. Und Reis, glaube ich, auch. Bin mir nicht sicher.
Ich friere. Ah. Die singt schon wieder. Hallo? 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 Okay. Zucker. Butter. Öl. Das war's. Scheiße. Hier gibt's doch nicht das, was ich suche. Okay. Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, ich weiß ja. Ich brauche erstmal Milch und ich brauche erstmal irgendwas. Mann. Vielleicht kriege ich das hier? Maybe? Wieso regnet es eigentlich andauernd überall? Ich hasse Regen. Ich liebe Regen. Ich hasse Regen nicht. Ich liebe Regen. Scheint die Sonne. Immerhin. Was habt ihr hier? Äpfel und Pfeile. Mehr nicht. Toll. Was für ein Scam. Okay. I don't know. Ich will auf jeden Fall nochmal nach, wie heißt das nochmal? Hanato.
soll ich eigentlich so hochkommen? Ist ja fast unmöglich. Okay, ich werde hier einfach irgendwie sterben. Okidoki. Where am I? Da bin ich hier schon Elektrofrucht. Cool. Funkel. Funkel die Funkel. Hm. Brauch einen Stein. Der muss da rein. Mein Gott. Eine Maxerübe. Da ist ein Stein. Muss ich's doch. Krogi ist am Start. Jep, jep. Lass mich hier raus. So, was gibt's hier sonst noch so? Nämlich. Apfel. Gibt's eigentlich noch Durians oder sind die auch jetzt wieder raus? Ich meine, das war ja das Superessen, Durian. Also ich würde das schon gerne wieder essen und zubereiten. Okay, da müssen wir hin. Niemals daran. Da komme ich doch niemals an. Also niemals rechtzeitig, meine ich. Ist da ein Loch? Schaffe ich das dahin, auf diesen Vorsprung? Auch nicht, oder? Oder doch? Gerade so? Nee. Oh Mann. So knapp, ey. Einfach. Na gut. Hm.
Vielleicht damit da dann weiter. Weil hier ist ja jetzt eine Rampe. Hallo? Ach du Scheiße. Yo! Yo! Kill me! Okay. Blaster, ey. Ist ja voll gefährlich hier. Okay, und dann möchte ich natürlich noch was zum Lenken haben. Hab ich auch gerade gesehen. Nee, das brauche ich eigentlich nicht. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Blutmond! Wenn des Blutmonds Licht die ganze... Halt, der Mond. Halt dein Schnauze! Sag's immer das Gleiche. Gar nicht gut. Voll unfair eigentlich. Wie uncool. Er hat es trotzdem hergeschafft. Gerade so. Oh, the misery. Ist das schwarzes Wasser oder ist das normal?
Solange es hier so regnet. Eto. Solange es hier regnet, passiert hier sowieso gar nichts. Kommen wir gar nicht mehr raus, ne? Hallo? Ah. Wir leben früher im Angelstadt, aber Piraten kamen und meine Familie und ich mussten hierher fliehen. Ich hatte vor kurzem ein Lokal eröffnet, aber auch das haben die Piraten zerstört. Mein Restaurant war berühmt dafür, Gerichte zu servieren, die unsere Gäste noch nie zuvor gegessen hatten. Oh, wie schade. Ob ich wohl jemals wieder nach Angelstadt zurückkehre und dort mein Restaurant führen kann? Well, I don't know. Ich muss erstmal herausfinden, was hier abgeht. Wenn es hier die ganze Zeit immer nur regnet, dann passiert nämlich nicht viel. Also man verbrennt ja normalerweise, aber... Ich weiß auch nicht. Ich werde mal hier abspeichern. Und dann bin ich auch durch für heute. Nochmal hier 3 Stunden gemacht. Wir haben kurz nach 12. Ich muss schlafen gehen. Das machen wir ein andermal hier. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber das ist Turm Labella Sümpfe. Sümpfe, okay. Irgendwelche Sümpfe. Also solange es hier regnet, passiert hier gar nichts, ne? So, ja. Dann bin ich durch für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch eine angenehme gute Nacht. Und auch, ja. Ne? Ist ja schon spät, deswegen solltet ihr alle langsam mal schlafen gehen. Gute Nacht und ich bin raus. Morgen, wie gesagt, glaube ich, kein Stream, weil ich bin unterwegs und ich komme erst wahrscheinlich nicht so früh nach Hause. Ist erstens später und muss ja auch relativ früh wieder schlafen gehen, weil ich übermorgen arbeiten muss. Dementsprechend, ja. War es das erstmal von mir. Ich werde natürlich probieren, so schnell wie möglich wieder zu zocken. Sobald wie möglich. Weil das Spiel ist einfach geil. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Also, wiederschauen, reingehauen, au revoir und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.